Warte mal kurz, Leute. Ich sehe gerade nichts. So. Hallo, Freunde. Und jetzt, hallo, Leute. Und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, seht, ich bin immer noch ambition. Ich habe leider keine Putzfrau gefunden. Na, jetzt, wir haben ja aktuell die Kollegin in Training. Und das hat aufgezeigt, was das Problem hier in diesem Laden ist. Was natürlich blöd ist, dass es eines unserer besten laufenden Läden ist, auch wenn er nicht so ausschaut. Er läuft leider sehr, sehr gut. Und deswegen ist es blöd, wäre es blöd, den jetzt zu schließen. Gut, ich höre jetzt aber hier auf. Wir haben es jetzt 13 Uhr. Gut, wie lang ist die... Oh, warte mal, wir haben Kandidaten. Warum haben wir so viel Kundendienst? Wo kommen denn die jetzt wieder? Oh, die sind ja allzu vollzüglich. Delikatessen sind das. Und ich habe noch ab 2 Tage. Ich glaube, die waren alle da wegen Bismin. Saturn. Genau, weil wir hatten ja. Saturn ist zwar relativ. Oh, schau dir mal die an. Ich hätte gerne genau noch mehr Mitarbeiter gehabt. Bedeutet, ich bräuchte, wenn ich bei Registrierkassen nachschaue. So, das ist jetzt nicht die Frage. Ich würde sagen. Das ist jetzt. Ich brauche unten noch mindestens 4. Ich brauche 8 Mitarbeiter noch. 8 Mitarbeiter. Das könnte heavy werden. Wir legen bei allen schon mal das Unternehmen fest, und zwar Saturn. Bestätigen. Ich habe jetzt gerade Schiss, dass ich aus. Wir probieren es bei einer Person. Keine Frühschichten. Friedliches Arbeitsumfeld. Du wärst zum Beispiel jemanden. Saturn und bestätigen. Gut, dann kann ich das bei allen machen. Unternehmen festlegen. So, wir müssen jetzt hier durchgehen. Und schauen, wer gut für uns ist. Sauberes Arbeitsumfeld. Dich habe ich eh schon gesagt, du passt. Keine Reinigungsschicht, sauberes Arbeitsumfeld, auch kein Problem. Friedliches, keine Nachtschichten, auch kein Problem. Das sind schon mal die ersten 4. Das mit keine frühen Nachtschichten geht mit Tierisch auf den Sack. Keine Nachmittagsschichten, ja, meinetwegen. Eine Bronze, das kriegen wir auch locker hin. Auch easy. Jetzt hier 1, 2, 3, 4, 8. Sagen wir einstellen. Bestätigen. Nehmen wir euch alle. Entschuldigung. Und die schmeißen wir raus. Dann gehen wir bei uns unter Bismen. Headhunter. Haben wir jetzt schon Personalleiter gefunden? Nein, haben wir noch nicht. Wollte gerade sagen, warum suchst du denn keinen? Dann werden wir jetzt mal unseren Saturn umgestalten. Zeitplan. Jetzt sind natürlich alle unhappy. Jetzt ziehst du mir gerade in der Nase. Ich weiß gar nicht wieso. Es ist ja der Wahnsinn. Holy shit. Oh, warte. Der Mute-Button ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn ich mich an den mal erinnere. Wenn ich dich eine Stunde runtercutte, sind wir wieder im Vollzeitraum. Bedeutet, wir tun euch alle mal runtercutten. Jetzt kommt ja genau der Part.
Gut. Passt eh, wenn ihr mittags ein bisschen überkreuzt. Absolut kein Problem damit. Oh, das hat jetzt gerade in der Nase gezogen. Ich sag's euch. Holy shit. Und bei euch jetzt auch nochmal. Das sollte ja so circa passen. Machen wir da ein bisschen enger das Netz. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann gehen wir zu den Registrierkasten. Keine Nachmittagsschichten, also kommst du ganz nach vorne. Eine 4-Tage-Woche. Oh, die können wir rausschmeißen rein, theoretisch. Die wird sich bei uns nicht freuen. Für die ist es wichtig. Ups. Eine Spätschicht, dann kriegst du die hier vorne. Warum willst denn du. Seit wann willst du Teilzeit? Ich könnte schon wieder zwei Leute rausschmeißen. Stunden, okay. Ah, vielleicht kann ich dann das mit ihr mit der Teilzeit sogar hinkriegen. Warte mal. So, wir machen nicht alle Registrierkasten jetzt erstmal voll. Keine Frühschicht, dann bist du eine für die spätere Schicht. Also habe ich viele Mitarbeiter in diesem Laden. Keine Reinigungsschichten. Du bist also so das Golden Child wieder in dem Fall. Keine Nachmittagsschichten. Sind Nachtschichten wirklich Nachmittagsschichten? Das passt doch. So, jetzt schau mal an. Du willst Teilzeit, oder dich muss ich runter reduzieren. Nein. Wo ist sie denn jetzt? Ich wollte mir nur kurz Zeit sein. Und schon 10 bis 30 Stunden. Wo soll ich die aussehen? Du bist hier unten. Das ist Teilzeit. Steht doch da. 10 bis 30 Stunden stand da. Stell, wir reduzieren nicht weiter. Oder habe ich die Mary irgendwo noch anders eingeteilt? Nee, habe ich nicht. Dann kommst du hier rein. Nee, warte mal, du wolltest hier hinten bleiben, glaube ich, ne? Nee, du wolltest keine Nachtschichten, so schaut's aus. So. Dann haben wir jetzt hier ihn hier. Was willst du? Keine Frühschicht. Dann kommst du halt noch hier. Wir müssen noch Platz machen für einen weiteren Mitarbeiter. 6 Felder brauchen wir. Hier habe ich 4 drin. Hier muss ich auch noch 4 reinkriegen. So, würde. Keine Frühschicht. Hast du hier super rein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hä? Sind das alle? Okay.
Dann machen wir die eine Registrierkaste nur Main Times. Oder du bist so Vormittag die Kasse. Ihr kriegt auch noch alle Vollzeit. Bedeutet. So. Dann sind wir hier bei einer Mindestarbeitspflege, die uns fehlt. Cool. Jetzt sind wir 24/7 geöffnet mit dem Laden. Ich bin gespannt, wie viel der Laden jetzt Umsatz macht. Der wird ja eh die alle schon niederhauen. So brutal, wie ich hier mit den Preisen reinfahre. Ich weiß, mir fehlt die Putzfrau. Warte, also, könnte ich rein theoretisch Saturn? Zeitplan. Ich würde kurz. Was ist denn? Ich habe die Putzfrau verloren. Da. Dich können bitte kurz zu Resch und Fresh setzen. Und die hat gerade keine Putzfrau. So, dann wird er jetzt so mal gereinigt gehalten. Wir gehen nach Hause, zocken eine Runde. Hoffen, dass wir morgen spätestens. Nein. Dass wir morgen spätestens Peggy Olds. Ausbildung zur Reinigung abgeschlossen. Wer beschwert sich jetzt schon wieder? Peggy Olds. Hallo Chef. Peggy Olds. Arbeitet im Saturn? Ich hab dich doch auf Teilzeit gesetzt. 10 bis 30 Stunden pro Woche. Oh, keine Wochenenden. Ja, nee, das gibt's bei mir nicht. Das gibt's bei mir nicht, junge Dame. Dann muss ich mir einen neuen Mitarbeiter suchen. Tut mir leid. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir Einnahmen machen. Peggy Olds hat gekündigt. Es war so klar, dass die kündigt. Warum sind die leer? Wieso? Also erstmal, wir haben die Maria Reed. Die muss wieder Resch und Fresh zugewiesen werden. Vielleicht lassen wir es auch direkt so. Und wir tun die Maria Reed als Verstärkung einsetzen. Und machen das so, dass wir hier so vielleicht maximal 1-2 Stunden keine Putzkraft drin haben. Dann lassen wir das so, weil beim anderen Landleuch ist es alles soweit gut. Dann müssen wir gucken. Ja, sie hat gekündigt. Das ist jetzt auch wurscht. Da muss ich halt nochmal kurz in Saturn schauen, bitte. Zeitplan. Hä? 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 Jetzt bin ich verwirrt. Das war gar nicht die Mitte Teilzeit. Aber die hat doch auch Teilzeit.
bin ich verwirrt. Warum hat. Warum. Das ist jetzt verwirrend. Schau mal, wir machen jetzt erstmal hier so, dass so gemacht ist. Perfekt. Da kümmere ich mich später drum. Das ist jetzt nur eine Mittagskasse. Dann Inventar und Preise. Und wir scheinen keine Bass mehr zu haben. Neues Bose-Kopfhörer. Dann muss ich eventuell doch nochmal einkaufen gehen. Aber holy shit, wir haben fast eine Mille wieder auf dem Lager. Er hat sich erholt, wie es ausschaut. Und ist besser wie denn je. Wo stehe ich eigentlich auf der Liste? Platz 5? What the fuck? Erstmal Platz 5. Holy shit, wir gehören zu den besten Unternehmern mittlerweile in der City. Und wir holen auf wie Sau. Der Saturn macht fast 1 Million Wochenumsatz. Und wir haben den jetzt gerade nochmal geboostet. Holy shit. Einkäufer, bitte. Du warst der, der hier für den... Nee, du bist es gar nicht. Neues Bass. Von den kaufe ich nochmal 1000. Was war das? Von dir 1500. Von dir 600. 600. Wir können es uns gerade leisten und ich glaube, das ist gar nicht schlecht, wenn wir ein bisschen draufhauen. Bestellen. Dann zum Logistikmanager. Und immer hier bitte sagen, erhöhe mal das Volumen. Vor allem bei den Noise Bus auf 400. Bei den restlichen erhöhen wir es auf 300. Und dann sollten wir ganz gut dabei sein. Also putzt müsste der Laden sein. Da haben wir eine Putzfrau eingestellt jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Okay, wir werden heute wahrscheinlich Mary Weaver. Da ist die nächste. Die Zeit, oder wollen die kein Wochenende arbeiten? Wie, der Laden ist noch schmutzig. Ich habe da extra eine Putzfrau drin. Aber ich sollte vielleicht das Frühstück, ne? Ich habe nur Getränke los. Ich müsste vielleicht mal wieder einkaufen. Aber wir gehen doch eh zum Rechen Fresh. Dann schauen wir uns sofort gleich die Situation nochmal an. Dann schauen wir uns doch nochmal vor Ort die Situation an. Alter. Wie viel Kohle wir machen. Das ist ja nicht normal. So. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.